Es fuhr einmal ein Mann durch den Wald. Auf dem Weg sieht er am Straßenrand ein Mädchen mit einem weißen Gewand stehen. Und denkt sich, ich halt mal an. Und frag, ob ich ihr helfen kann. Er nimmt sie ein Stück mit, bis sie mitten im Wald sagt, sie möchte gerne aussteigen. Verwundert lässt er sie raus, fragt sich jedoch, was sie allein im Wald will und folgt ihr heimlich. Er sieht, wie sie in einem Haus aus Papierwänden verschwindet. So Wände gibt's in China anscheinend. Von Neugier getrieben, macht er ein kleines Loch in diese Wand und schaut hindurch. Doch er sieht nur rot, alles rot. Dann geht er zur anderen Seite und will dort schauen, ob er was erkennt. Doch er sieht wieder nur rot. Ihm kommt das Ganze ziemlich komisch vor und er läuft zurück zu seinem Auto, um nach Hause zu fahren. Als er aus dem Wald herausgefahren ist, kommen ihm zwei ältere Damen entgegen. Er hält an und fragt, ob sie etwas über ein Mädchen wissen, das im Wald lebt. Und eine der zwei Damen antwortet, ach, sie meinen das Mädchen mit den roten Augen. Zweite Geschichte. Es war einmal eine Frau mit einem kleinen Hund. Diese Frau ging abends immer gerne aus und ließ ihren Hund immer zur Wache zu Hause und immer wenn sie zurückkam, hielt sie ihre Hand unter ihr Bett und wenn dann ihr Hund an ihrer Hand leckte, war alles in Ordnung. Eines Abends ging sie mal wieder aus und als sie nach Hause kam, hielt sie wieder ihre Hand unter das Bett, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Der Hund leckt ihr die Hand und so wusste sie, dass alles in Ordnung war. Als sie am nächsten Morgen in ihr Badezimmer ging, erschrak sie fast zu Tode. Denn das, was sie auffand, war ihr Hund, der aufgeschlitzt in der Dusche hing mit aufgeschlitztem Magen, so dass alle seine Gedärme rausquälten und an der Wand stand mit Blut geschrieben, nicht nur Hunde können lecken.